Neuer Tag beginnt. Und in 2 Stunden müssen die Sachen gepackt sein, weil dann ist 12. Man hat hier voll cool geschlafen. Mit weniger Mückenstiche. Genau. Deswegen packen wir gleich die Sachen zusammen und dann beginnt der Tag schon wieder. Das habe ich gestern gar nicht gezeigt, aber mir ist eine ganz große Scheiße passiert. Und zwar, ich habe hier meine alte Kamera dabei. Und ich habe die benutzt, um Blubberblasen zu machen unter Wasser. Und ich weiß gar nicht, ob die Aufnahmen weg sind oder ob ich die rausholen kann. Aber auf jeden Fall ist alles hier durchfeuchtet. Das ist alles nass und die Kamera ist jetzt kaputt. Und hier am Bildschirm sieht man auch hier dieses Ding hier. Das ist ein Tropf. Also das ist wirklich reingezogen alles. Das ist richtig ärgerlich. Meine alte Kamera. Die habe ich als Zweitkamera hier dabei. Also die habe ich mitgenommen, damit sie hier ein bisschen vloggen kann. Genau. Scheiße. Die Kamera muss heile werden. So, wir haben uns entschieden, noch eine weitere Nacht hier zu pennen. Extra, damit wir einen Tag länger haben für diese Tour. Genau, nur aus diesem Grund werden wir dann hier pennen. Und es hat angefangen zu regnen. Also es regnet hier rum, das ist voll scheiße. Wir wollten hier diesen Südseekampf beobachten und hier rumgehen und so weiter und noch eine Runde schwimmen gehen. Aber jetzt regnet das. Wir müssen warten, bis der Regen weg ist. Der Regen muss weg. Kurze Unterbrechung, weil ich wollte die Verlosung des letzten Gewinnspiels machen, worin 2 von euch genau diese Lampe hier gewinnen konnten. Die Teilnahmebedingung war, unter dem Video, wo ich das Gewinnspiel gestartet hatte, mit Hashtag Lampe und eurem Instagram-Namen zu kommentieren und eine Instagram-Story zu posten, worin mein Instagram-Profil erwähnt wurde und ein Natururin-YouTube-Video richtig verlinkt wurde. Genau, Teilnahmeschluss war der 15.09. und jetzt beginne ich mit der Verlosung. Ich habe den YouTube-Comment-Picker offen und ich werde jetzt den Link einfügen, worauf das Gewinnspiel draufläuft. Und ich werde auf Hashtag Lampe filtern. Insgesamt sind es 6 Kommentare und ich werde jetzt den Gewinner picken. Maximilian der Drache. Weil ich jeden, der die Story richtig gemacht hat, gepostet habe, kann ich das nachprüfen, weil das bei mir gespeichert ist. Und ich muss feststellen, Maximilian, herzlichen Glückwunsch, du hast alles korrekt gemacht. Du hast diese Lampe hier gewonnen. Ich werde jetzt auf dich meinen Kopf fotokopieren gehen. So sieht das Bild aus. Ich werde es jetzt unterschreiben. Das ist mein Urin-Autogramm. So, jetzt werde ich den zweiten Gewinner picken. Und zwar schließe ich das. Und statt 6 Kommentare sind jetzt noch 5 Kommentare. Und ich werde jetzt den zweiten Gewinner picken. Florian Entrich. Beziehungsweise Pfänderich. Florian, herzlichen Glückwunsch. Du hast die zweite Lampe hier gewonnen. Du hast auch alles richtig gemacht. Und ich werde jetzt auf dich auch mal ein Kopffoto kopieren gehen. So sieht dein Bild aus. Ich werde es auch unterschreiben. Also ein Autogramm drauf machen. Und ich werde meinen Kopf ein drittes Mal fotokopieren gehen für einen Supporter, der mich gut unterstützt hat. Genau, als nachträglichen Geburtstagsgeschenk. Und Leute, hier sind so ein paar Striche drauf, weil ich dauerhaft immer so eine richtigen Druckerprobleme habe, dass das die ganze Zeit am Vertrocknen ist und sowas. Und ich hatte die ganzen letzten 3 Stunden irgendwie so einen richtigen heftigen Kampf mit dem Drucker gehabt, dass es irgendwie so einigermaßen so aussieht, wie das aussieht. Weil guck mal, meine ganzen Finger hier sind hier verschmiert und farbig und das geht die nächsten Tage gar nicht raus. Und ich hatte so große Druckerprobleme gehabt, dass man sonst fast gar nichts sieht. Also fast gar nichts erkennt, wenn man seinen Kopf fotokopiert. Und ich habe hier, guck mal, ich habe hier das hier. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie kam das teilweise sogar so raus. Aber das sieht einigermaßen stylisch aus. Jawohl, ich werde dir die beiden hier schicken zum Aufhängen. Maximilian und Florian, schreibt mir privat auf Instagram, damit wir die Adresse austauschen können. Also die Anschrift, wo ich die Lampe hinsenden kann.
Und genau, für alle anderen, die nicht gewonnen haben, ich habe euch die Lampe nochmal unten verlinkt. Genau, ich werde das Video jetzt fortsetzen. Ganz kurz hat 20 Minuten aufgehört zu regnen und dann bin ich pinkeln gegangen. Und nachdem ich dann pinkeln gegangen bin, also da war eine Toilette hier in diesem Gelände, hier nebenan, da hat es schon wieder geregnet und ich musste lassen wieder zurück. Das wäre voll scheiße gewesen. Der Regen muss weg. Es nervt uns die ganze Zeit hier. Wir haben Bock rauszugehen. Das ist hier total klamm und sowas. Das nervt, das drückt hier voll runter. Das ist, wie heißt das Ding? Genau, das befeuchtet unsere Füße. So, ich würde jetzt zum ersten Mal dieses hausgemachte Leberwurst probieren. Das ist regional, das habe ich noch nie probiert. Und das war sehr teuer gewesen. Ich glaube, mehr als 3 Euro hat mir das gekostet. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt, wie viel Geschmack das dran hat. Ob sich der Preis gelohnt hat. Ich finde, das schmeckt geil, aber für den Preis haut mich das nicht richtig um. Also der Preis ist zu doll. Ich bin ein richtiger Spatzenhirn. So, es hat die ganze Zeit geregnet. Und jetzt hat das aufgehört zu regnen. Also das spritzt jetzt nicht mehr auf unseren Kopf drauf. Das Wasser. Und jetzt machen wir einen Rundgang durch Südseecamp. Guck mal, das hier, das ist dieser Südseecampsee, wo wir gestern reingesprungen sind. Und ich habe da drunter unterm Wasser Blubberblasen gemacht. Und ich weiß bisher immer noch nicht, ob ich die Daten gerettet bekomme von einer durchnässten kaputten Kamera. Das hier, das ist ein Südseecamp-Birkenbaumblatt. Südseecamp-Tischtropfen. Südseecamp-Tischtropfen. Hier sind überall Campingwagen. Das ist ja, dieser ganze Platz ist voll davon, von diesen ganzen Campingwagen. Südseecamp-Pumpstation gefunden für meinen Wagen, falls da wieder zu wenig Luft drauf ist. Das hier, das sind Südseecamp-Rampen. Ich war damals als Kind hier. Und das war hier viel größer. Da stand noch eine Halfpipe hier und hier vorne stand auch noch eine Rampe. Aber ich weiß doch ganz genau, wie ich mit dem Skateboard hier runtergefahren bin und dann volle Kanne auf den Kopf gefallen bin. Das hat voll wehgetan. Das war nicht gut, glaube ich. Südseecamp Hundebad. Genau, hier kann man Hunde waschen. So dafür, dass wir einen großen Spaziergang durch den Südseecamp machen, ja. Werden wir jetzt erstmal darauf ein Bier trinken. Geprost. Wir haben Dosenbier mitgenommen, ja. Weil ich glaube, hier darf man keine Glasflaschen mit Glasflaschen rumlaufen. Stand zumindest. Südseecamp-Schweine gefunden. Vorne sind noch viel mehr diese. Ja genau, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, hier führt der Heizstuckenweg lang. Das ist der Straßenname von diesem Weg. Von diesem Südseecamp-Weg. Guck mal. Dieser Südseecamp-Kieselstein, ja. Der hat genau dasselbe Durchmesser wie mein Gehirn. Weil wenn ich meinen Kopf bewege, dann bekomme ich sofort eine Gehirnerschütterung, weil das zu klein ist und da zu viel Durchmesser, Zwischenraum da kann ist. Kann ich verstehen. Ja. Kann ich nur bestätigen. Guck mal, das hier, das ist dieser Südseecampsee. Von dieser Perspektive aus. Wir sind gerade in der gegenüberliegenden Seite. Und hier ist dieser Südseecampsee von dieser Perspektive aus. Sogar mit Rutsche, wo man runterrutschen kann. Und da drüben, da ist unser Tarp. Da müssen wir hin. So, wir sind wieder zurück. Und jetzt, wie heißt das Ding? Wir werden schon wieder im See reinspringen. Wir werden da Blubberblasen machen. Das wird gleich richtig geil sein. Hier haben bestimmt schon ganz viele Leute reingepinkelt. So, jetzt wird angefangen, Essen zu kochen. Genau, das wird jetzt alles beschnitten. Diese Paprika und diese Zwiebel. Diese Zwiebel, die sieht aus wie mein Hirn. Aber die ist größer als mein Gehirn. So, jetzt wird Nudelwasser gekocht. Ach, diese ganzen Scheißmücken, die müssen weg. Guckt euch mal an, wie diese Nudeln hier umgerührt werden.
Ich hatte die Nudeln umgerührt. Thunfisch mit Nudeln sind voll geil. Die kann ich nur empfehlen. Die machen Kraft, die machen Energie. Der Regen vorhin, der war richtig scheiße gewesen. Der hat uns nicht aus dem Tab rausgelassen. Aber dafür kommt gleich so ein richtig geiles Essen als Entschädigung. Wir hatten das zwar eigentlich schon mittags gekocht, oder am frühen Nachmittag zumindest, aber der Regen hat uns nicht rausgelassen. Genau, wir haben Angst vor dem Regen gehabt. So, Essen ist fertig. So, jetzt Essen start kommt. Ich glaube, das in Lutherloh ist mir besser gelungen als das hier. Doch, ich finde das leckerer von Lutherloh. In Lutherloh, was ich da gemacht habe, das war viel besser gewesen als das. Aber es schmeckt auch. Tomatensoße war schlecht, die mussten wir wegkippen. Das hat Blähungen gemacht, diese Tomatenglas. Es muss eine neue passierte Tomatendose her. Glas meine ich. Guten Morgen, nächster Tag beginnt und wir werden heute loslaufen nach Richtung Zolto und wir brauchen Akkus. Und hier sind nur Starkstromansteckanschlüsse, also keine, wo Powerbanks drankommen. Das war scheiße, deswegen konnte ich die ganze Zeit hier nicht laden. Und hier kam auch zu wenig Sonne an. Ich hatte zu wenig Sonnenenergie bekommen, ich hatte zu wenig Strom. Guck mal, diese Dinger hier meinte ich. Hier können nur Starkstrom angeschlossen werden. Und keine einfachen Steckdosen. Stecker meinte ich, genau. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich konnte die ganze Zeit nicht laden. Es ist richtig widerlich. Aber jetzt gehe ich zu dieser Toilette rein, um dort mich frisch zu machen. Wir sind gerade am Zusammenpacken. Und wir haben jetzt 10:45 und um 12 Uhr hat dieser Outdoor-Laden zu, der hier auch auf diesem Campingplatz sich befindet. Ich glaube, den habe ich, oder weiß ich gar nicht, ob ich den gestern gezeigt habe, aber auf jeden Fall haben wir den gesehen und wir haben gesehen, dass da ein Campingstuhl drin ist. Und ich brauche unbedingt einen, also ich meinte jetzt einen Hocker, also so einen Klapphocker. Der ist ganz wichtig. Deswegen, und weil der um 12 Uhr dicht macht, werde ich jetzt nach da hinten hinlaufen. Und den Hocker zu kaufen. Und genau, dann laufe ich wieder zurück. Genau, das mache ich jetzt. Ich laufe jetzt schon wieder durch diesen Südsee-Camp-See vorbei. Und das hier, das sind Südsee-Camp Kiefernknospen. Die sind voll gesund. Die haben gute Eigenschaften. Hier vorne ist ein Tennisplatz. Ich glaube, da ganz hinten irgendwo ist dieser Outdoor-Laden. Jawohl, da drüben ist er. Ich habe den gefunden. Ich kann jetzt einen Stuhl kaufen. Einen Hocker, genau. Einen Klapphocker. So, ich habe mir für 19,95 € gerade diesen Klapphocker gekauft. Der ist zwar ein bisschen teurer und ein bisschen schwerer als mein alter, aber Hauptsache, ich habe einen Klapphocker. Der ist 900 Gramm schwer. Ich glaube, mein alter hat so 600 Gramm. War vielleicht 600 Gramm leicht gewesen. Genau, das heißt, ich muss 300 Gramm mehr schleppen, weil der Klapphocker so schwer ist. Aber so ein Hocker ist einfach elementar für meine Touren. Der muss mit. Der muss unbedingt mit. Das ist mein neuer Klapphocker. So, jetzt laufe ich mit diesem Stuhl den ganzen Weg wieder zurück. Quer durch diese ganze Südsee-Camp. Genau. Ich laufe schon wieder durch den Südsee-Camp-See vorbei. So, ich bin wieder zurück. Hi. Mit neuem Stuhl. Hocke heißt das, genau. Oh, cool. Und? Schon Probesitzen gemacht? Ja, ganz kurz. Der sieht sehr leicht aus. Er fühlt sich angenehm an. Und ist, denke ich mal, so 300 Gramm schwerer als mein alter. Also 900 Gramm insgesamt. Aber der macht mir auf jeden Fall sehr viel stabileren und robusteren Eindruck. Material hier und so. Prüfen, wann der zerbricht. Ich bin ganz gespannt drauf. Oh, hast du Frühstück gemacht? Ja. Gibt dicke, fette Schnitte. Dankeschön. Vorsichtig.
Das wird da mal drauf. Genau. Jetzt kann ich mich sogar beim Essen auf den neuen Hocker hier draufsetzen. Ich wollte gerade sagen, setz dich. Das ist gut. So, wir haben die Sachen gepackt. Vollständig. Und jetzt laufen wir nach Richtung Soltau, beziehungsweise wir folgen den Halsschlunkenweg weiter. Der ist hier in der Nähe. Genau. Wir laufen jetzt dahin. Das wird richtig geil sein. So, wir haben jetzt, wie heißt das Ding? Wir haben jetzt Südseecamp verlassen. Und wir haben hier dieses Haar wiedergefunden. Den Wegweiser von dem Vierhartstuckenweg. Wir laufen jetzt nach Richtung Dalog. Weil das führt uns nach Soltau, genau. Über Halsschlunkenweg. Das wird gleich so richtig geil sein, den durchzulaufen. Das schwöre ich euch. Kennt ihr diese Dinger hier? Als ich diese Durchschlageübung gemacht habe, da habe ich vergessen, wie dieser Name heißt. Das heißt Fahren, glaube ich. Und da waren ganz viele Zecken drauf. Ich hatte insgesamt 10 Zecken gehabt bei dieser Durchschlageübung, wo ich 5 Kilometer in einer Linie gelaufen bin mit Übernachtung im Müllsack bei Gewitter. Das war cool gewesen, aber das war scheiße gewesen, so viele Zecken zu haben. Besonders insgesamt zwei Zecken hatte ich am Sack gehabt und eine hatte ich in der Eiche gehabt. Also genau, an der Oberseite von der Eichel. Das war die zweitmieseste Stelle, die ich bisher hatte. Wir müssen jetzt über diese Holzbrücke rüberlaufen. Also da, wo da drunter dieser Fluss ja fließt. Das ist ein richtig geiler Fluss. Endlich einen Fluss gefunden. Es wird aber auch Zeit, dass wir mal einen Fluss gefunden haben. Ja, na gut, wir haben genug Trinkwasser. Guck mal, wenn man diesen Baum hier isst, der hier, der ist total ungiftig. Der ist richtig gut und gesund und so weiter. Aber wenn man diesen Baum hier isst, der ist total giftig und wenn man einen so einen Happen isst, dann hat man sofort Leberschäden und dann stirbt man vielleicht. Genau, der ist ganz hochgiftig, dieser Baum. Aber dieser Baum, der ist richtig geil und gut. Das sind zwei Nadelbäume. Das müsst ihr unbedingt unterscheiden, das ist ganz wichtig. Hier gibt es ganz viele Wölfe hier in dieser Umgebung, deswegen ist dieser Schild aufgebaut. Ich bin ganz gespannt darauf, ob wir von Wölfen angegriffen werden in den nächsten Nächten. Feldlandschaft gefunden! Feldlandschaft! Noch mehr Feldlandschaft! Feldlandschaft! Noch mehr Feldlandschaft! Guck mal, es ist windig. Wenn hier Wind drauf strahlt, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, dann können keine Mücken dran stechen, weil die wegfliegen. Also die werden hier von Wind weggeweht. Genau, deswegen ist es hier gerade mückenfrei. Ja, zum Glück. Kennt ihr Kleeblätter? Das hier, das sind Kleeblätter. Also diese Dinger hier. Guck mal hier. Hier vorne ist eine Blindschleiche. Blindschleichen sind schöne Tiere. Ich lasse die mal frei. Hier vorne setze ich die aus. Alter, hier sind überall Mücken, die uns zerstechen hier. Ey, das ist sehe ich gar nicht klar. Die meiste Zeit des Weges sind hier überall Mücken. Das ist richtig beschissen hier zu sein. Warum sind dieses Jahr so viele Mücken? Das war vor 2 Jahren überhaupt nicht so. So, wir sind gerade aus dem Mückenparadies raus, hoffentlich. Und willkommen auf einer ganz breiten Bundeswehrstraße. Die ist ganz breit und so. Ja, genau. Hier laufen wir durch. So, und weil wir im Mückenzerstechungswald drin waren und wir die meiste Strecke vom ganzen Halsschlunkenweg zur Toll zerstochen waren, hast du jetzt das hier dran geklebt. Ja. An der Tasche. Ja. Genau, für die Autofahrer, damit einer von denen uns Mückenspray gibt. Ja. Das ist voll scheiße, dass hier alles total zerstochen ist. Ja, das tut alles weh. Das muss weg. Es tut alles weh. Deine Beine sehen schlimmer aus. Ja. Ansonsten, in der nächsten Ortschaft, wenn wir in Soltau angekommen sind, holen wir Mückenspray. Ich selber habe noch nie Mückenspray benutzt und ich weiß gar nicht, ob das bei mir wirkt, aber genau, das probieren wir. Und wir werden hier von diesen ganzen Autos hier belästigt, bei dieser verbreiteten Straße. So, und du hast Probleme mit deinem Knie die ganze Zeit?
Das ist scheiße. Das heißt, der Knie muss sich auf jeden Fall die ganzen nächsten Tage einpendeln. Das müssen wir hinkriegen. Wir verlassen jetzt gleich diese verbreitete Straße und laufen da lang, da in diesen Waldweg rein, weil da, genau da, wo die Mücken sind und so weiter, weil da führt der Heidschnuckenweg rein. Das wird gleich so richtig geil sein. Ja, hier schön zu den Mücken. Nicht. Guck mal, hier vorne ist eine Zugbrücke. Wir werden da drunter durchlaufen. Wir sind unter dieser Zugbrücke unter durchgelaufen. Guck mal, Scheißebecken gefunden. Hier vorne ist Scheißebecken. Das macht genau dieser Scheißegeruch hier. Das verursacht das. Das produziert diesen Scheißgeruch hier von diesen Scheißebecken. Was hier durch die Luft hier weht. Das ist voll Scheiße. Guck mal, wir sind gerade über diese Bahnschiene rübergefahren und dann ist das direkt runtergegangen. Weil guck mal, dieser Zug hier vorne durchfährt. Jawohl, das ist so ein richtiger, typischer Heidekreiszug. Jawohl, ja. Yeah. Holzbalken, Holzbalken, noch mehr Holzbalken, Holzbalken, Holzbalken. Hier vorne ist so ein richtig schrecklicher Sandweg. Das ist richtig beschissen, das damit darüber zu schleppen, genau. Und eben gerade sind wir berghoch und wieder runtergelaufen, genau. Aber das hier, dieser Sandweg, das ist das Anstrengendste. Jawohl, an diesen Fluss erinnere ich mich, wie wir hier vor 2 Jahren hier lang gelaufen sind an diesem Fluss. Aber es ist nur ein ganz kurzer Weg über den Fluss und dann gleich da vorne über die Brücke rüber. Über die Flussbrücke. Da müssen wir rüber. Und dann geht's nach Soltau. Das wird so richtig geil sein. Ich glaube, vor 2 Jahren hatte ich nur diese Szene von dieser Brücke hier ausgefilmt. Also von diesem Fluss, der hier rüber schwimmt. Das ist eine voll cool Tour, aber die ganzen Mücken, die nerven rum, die stechen uns und sowas. Die sind voll scheiße, die ganzen Mücken müssen weg. So, wir sind jetzt hier bei Netto angekommen und hier werden wir jetzt wieder einkaufen gehen. Also beziehungsweise wir sind jetzt in Soltau angelangt. Das ist richtig geil. Und deswegen werden wir jetzt hier bei Netto einkaufen gehen. So, wir haben eingekauft. Hier ist ganz viel Bier und Fleisch und sowas drin. Und hier sind die restlichen Einkäufe. Und ich habe meinen Pfandbon vergessen. Das heißt, ich muss schon wieder da reingehen, um den Pfandbon hier abzugeben. Weil ich so ein richtiger Dummkopf bin. Ich bin ein richtiger Blödmann. Jetzt wird Fleisch gebraten. Hähnchenfleisch. Und das wird jetzt Curryreis, süß-sauer, à la Bianca-Mischung. So, Essen ist fertig. Das ist voll cool, fressen. Wir freuen uns, das hier zu essen. Jawohl. Genau. Ohne Mücken. Endlich. Das wurde höchste Zeit, dass wir endlich mal ohne Mücken ungestört essen können. Das ist das erste Mal ohne Mücken zu essen in der gesamten Tour. Das ist herrlich. Aber hier ist es leider voll kühl von der Luftfeuchte und ja genau, hier ist es voll abgekühlt. Das ist voll scheiße. So, wir pennen genau hier. Ich werde euch unser Shelter morgen zeigen. Also vielleicht. Mal gucken. Aber genau, wir pennen hier. Gute Nacht, bis morgen. Die Nacht war frisch und feucht. Aber hier waren wenigstens keine Mücken und so weiter. Und ich habe heute ganz laute Wildschweingeräusche gemacht. Ich hatte dich so richtig zugeschnarcht heute. Mhm. Da kam so richtig der Wildschwein aus mir raus. Mhm. War das mal ein Rekord gewesen, den Schnarchen, Leute? Ja, fuck, Alter. Tut mir leid, wird wieder vorkommen. Ich bin schon da. Guck mal, heute haben wir genau hier gepennt. Ja genau, so haben wir gepennt. Direkt hinter dieser Hecke, hier hinter der Schule. Das war cool gewesen.
so versteckt. Sowas nennt sich Stealth Camping oder Stealth Camping oder wie man das ausspricht. Also verstecktes Camping. Und darauf werden wir jetzt ein Koffein herstellen. Jawohl, Koffein ist fertig. Ist noch zu heiß, aber Koffein vor der Schule zu saufen ist auch geil. Das wird jetzt gegessen. Schmeckt aber schön. Also bevor wir gefrühstückt haben, habe ich hier das hier schon abgebaut. Aber jetzt habe ich das schon wieder ganz schnell wieder aufgebaut. Extra, weil guck mal hier. Da vorne, da sind Gewitterwolken. Und wir haben eben gerade ganz viel Donner und sowas gehört. Und gleich sollte es laut Wetterbericht so richtig regnen. Das wird gleich so richtig beschissen sein. Deswegen habe ich das schon wieder aufgebaut, damit wir uns hier drunter flüchten können. Weil in dieser Schule gibt es keinen Unterstand. Also keinen so einen gechillten Unterstand, meine ich jetzt. Genau. Und weil wir haben nicht genug Zeit, um diese ganzen anderen Sachen, die wir noch nicht verpackt haben, wie Schlafsack und so weiter, das zusammenzupacken, bevor es regnet. Deswegen habe ich das nochmal schnell aufgebaut. Genau. Jawohl, es beginnt. Es fängt an zu regnen. Aber wir müssen noch die letzten Sachen hier rüber schleppen. Alter. Hier geht's zum fünften Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht's zur Biwak-Tour in Portugal. Da habe ich Blubberblasen im portugiesischen Fluss gemacht. Und das war ein wunderschön verrückter Trip gewesen.